Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Opernsaal. Mein Name ist Beverly Arnstigeda und wir haben heute die Ehre, Dr. Stefan Schulmeister bei uns zu begrüßen. Einen schönen guten Abend. Liebe, soll ich sagen, Buchenauerinnen und Buchenauer, samt allen Zugrasten aus Kammerstetten oder Eidenberg, wo auch immer, freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Worum geht's? Genau wie der Titel sagt, geht es um die Krise Europas, die Krise, in der sich natürlich auch Österreich befindet, und um die Frage, wie kommen wir da wieder heraus? Und um diese Frage zu beantworten, muss man mal klären, wie sind wir da überhaupt hineingekommen. Und um die Schwere der Krise ein bisschen deutlicher zu machen, ein kurzer Blitzlichtvergleich mit der Situation vor 40, 45 Jahren, als ich etwa mein Studium beendet hatte. Damals konnte jeder junge Mensch in ganz Europa, auch in Griechenland, in Andalusien, in Sizilien, einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz bekommen. Es gab sogenannte prekäre Jobs überhaupt nicht. Und heute, 45 Jahre später, herrscht in Europa Massenarbeitslosigkeit. Noch mehr Menschen, besonders junge Menschen und Frauen, müssen sich mit einem prekären Job zufrieden geben. Und das, obwohl sich die Wirtschaft insgesamt in den letzten 25 Jahren durchaus in dem Sinn positiv entwickelt hat, als sie gewachsen ist, als das Bruttoinlandsprodukt jetzt ungefähr zweieinhalb Mal so hoch ist wie damals. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass es einem gelungen ist, in den ersten 20 Jahren der Nachkriegszeit Vollbeschäftigung zu erhalten, den Sozialstaat auszubauen und dennoch die Staatsverschuldung sinken zu lassen? Ich bringe gleich vielleicht eine Skizze oder eine Grafik, die diesen Unterschied zwischen den 50er, 60er und 70er Jahren und den letzten 40 Jahren verdeutlichen soll. Nur ganz kurz. Was wir hier sehen, ist diese rote Linie, die Arbeitslosenquote. Die lag damals fast 20 Jahre lang bei 2%. Also wir hatten fast 20 Jahre lang Vollbeschäftigung. Die Staatsschuldenquote, das ist eben der Anteil der Staatsschulden am gesamten Bruttoinlandsprodukt, ist 20 Jahre lang gesunken. Das ist deshalb so wichtig in Erinnerung zu behalten, weil das genau in der Zeit war, in der der Sozialstaat stetig ausgebaut wurde. In den letzten 40 Jahren sehen wir im langfristigen Trend, diese rote Linie ist der Anstieg der Arbeitslosenquote, die schwarze Linie der Anstieg der Staatsverschuldung, obwohl in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr im Sozialbereich eingespart wurde, bei den Pensionen, der Arbeitslosenversicherung und auch im Gesundheitswesen. Das ist sozusagen das Rätsel, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Warum war die wirtschaftliche und soziale Performance so lange Zeit und so viel besser als in den letzten Jahrzehnten? Die Hauptproblematik sehe ich darin, dass man viel zu wenig die längerfristigen Entwicklungen systemisch analysiert. Systemisch meint, dass man sich überlegt,
welche verschiedenen Faktoren in ihrem Zusammenwirken ermöglichen es, dass sich eine Wirtschaft, eine Gesellschaft gut entwickelt und unter welchen Bedingungen kann das nicht gelingen. Statt einer solchen systemischen Analyse bevorzugt man eine Symptomdiagnose. Das ist zunächst verständlich. Wenn irgendwo etwas schief läuft, ist die erste Frage, wer ist schuld? Das ist verständlich, aber wenn eine Krise systemischer Natur ist, ist es die falsche Frage. Es gibt ja sozusagen auch Familientherapie, um nur ein Beispiel zu bringen, das nennt man auch systemische Therapie, wenn es in einer Familie drunter und drüber geht, konsultiert man einen Familientherapeuten. Wenn der kommt und nach einer Stunde sagen würde, der Papa ist schuld, dann kann er gleich hingehen. Ja? Weil der Sinn in der Familientherapie besteht ja das Interaktionsmuster, also sozusagen das Kommunikationssystem in einer Familie, das sich meist ja über eine lange Zeit schlecht entwickelt hat, zu analysieren. Ein ähnliches Problem haben wir mit der Krise in Europa. Denn sie bekam immer neue Namen, aber diese Namen machten immer nur das Symptom fest. Also am Anfang war es die Finanzkrise, da waren es die gierigen Banker und die Spekulanten und die Ratingagenturen. Dann wurde es für manche zur Staatsschuldenkrise oder zur Sozialstaatskrise, wo man wieder sagte, der Sozialstaat ist schuld, wir müssen weiter sparen und sogenannte Strukturreformen machen. Für andere war es wieder die Griechenland-Krise, die dann zu einer Euro-Krise wurde, dass also die Gemeinschaftswährung schuld sei, dass es alles den Bach hinunterginge. Und alle diese Schuldzuweisungen lenken uns davon ab, die systemischen Ursachen der Krise herauszufinden. Ich versuche das jetzt schon seit 35 Jahren. Warum? Weil vor 35 Jahren ein Ereignis mich auch persönlich sehr erschüttert hat. Das war, dass ein ganzer Kontinent Lateinamerika innerhalb eines Jahres pleite ging. Das war die große Schuldenkrise der Entwicklungsländer 1992. Und auch damals waren die Geistesgrößen sofort bei der Hand mit einer Schuldzuweisung. Diese Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt und dort herrscht Korruption und all das. Und diese Erklärung konnte ich nicht abkaufen, weil genau die Länder Argentinien, Mexiko, Brasilien in den Jahren davor immer als die Musterländer galten. Und so habe ich mich auf die Spurensuche begeben, welche systemischen Ursachen vielleicht dafür maßgeblich sind. Und als detektivistischer Wirtschaftsforscher war es nicht so schwer draufzukommen. Entwicklungsländer sind alle nur in einer Währung verschuldet. Im Dollar. Und der Dollar hat 7 Jahre lang, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, in den 70er Jahren immer mehr an Wert verloren. Über die längste Zeit war ein Dollar in Österreich 26 Schilling wert. Und 1980 war er auf einmal nur mehr 12 Schilling 50 wert. Er hat seinen Wert halbiert. Was macht denn jemand, der in Dollar verschuldet ist, wenn die Währung immer mehr an Wert verliert, in der er schuldet? Er nimmt immer mehr Kredite auf, weil das ja fantastisch ist. Wenn ich mir sozusagen auch ein Haus baue in einer Währung, die immer weniger wert wird, muss ich ja tatsächlich immer weniger zurückzahlen. Und plötzlich dreht sich das aber. Plötzlich wertet der Dollar kometenhaft auf. Und sie haben bereits 1982 im Weltmaßstab das, was österreichische Häuser vorher mit dem Frankenkredit erlebt haben. Nur wie gesagt, die Dimension war viel größer, weil da waren ganze Kontinente betroffen. Warum?
Hier sehen wir das vielleicht, ich hoffe, man kann es hinten auch erkennen, das wäre der Preis des Dollars in den 60er und 50er Jahren, war es eine konstante Linie, also der Wechselkurs des Dollars, und danach ist er eben in zwei Schüben abgewertet worden. Diese beiden Schübe haben nicht nur zwei Ölpreisschocks ausgelöst, sondern die Entwicklungsländer eben verführt, mehr Dollarkredite aufzunehmen. Und dann passiert das. Plötzlich, unter dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, schießt der Dollar in die Höhe. Damit wird aber die reale Last der Schulden dramatisch erhöht und die Länder gehen pleite. Und seit dieser Zeit lässt mich die Frage nicht los, was sind die Folgen der Finanzspekulation in ihren konkreten Erscheinungsformen für die Menschen in der Realwirtschaft, für die Unternehmer, für die Arbeitnehmer, aber auch für den Sozialstaat. Denn das war für mich ein Schulbeispiel. Man hat vor 1971 feste Wechselkurse gehabt, dann wurde dieses System aufgegeben, weil Wirtschaftswissenschaftler, die man vereinfachend als die neoliberale Ökonomen bezeichnen kann, immer schon gesagt hatten, alle Märkte müssen befreit werden. Und sie haben damit gegen die Spielanordnung der 50er und 60er Jahre polemisiert. Denn was war die Welt der 50er und 60er Jahre gewesen? Die Wechselkurse waren fixiert. Wir hatten ein System fester Wechselkurse. Da alle Rohstoffpreise in Dollar notieren und der Dollar stabil war, waren auch die Rohstoffpreise stabil. Der Zinssatz, eine ganz wichtige Relation. Wir gehen wieder zurück in die 50er, 60er, 70er Jahre. Da sehen wir für ganz Europa, dass der Zinssatz, der reale Zinssatz, immer deutlich unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate lag. Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass Unternehmertum besser gestellt wird als jene Leute, die sozusagen Finanzkapital haben. Weil die lukrieren die Zinsen, die verdienen die Zinsen, die Unternehmer nehmen Kredite auf oder die Häuserbauer müssen sie bezahlen. Wenn jetzt der Zinssatz unter der Wachstumsrate gehalten wird, ist es ein Anreiz für Unternehmer, Kredite aufzunehmen, zu investieren und damit gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen. Und Sie sehen, dass wir hier einen Systemwechsel hatten um 1980. Damals stieg nämlich weltweit das Zinsniveau über die wirtschaftliche Wachstumsrate hinaus. Besonders stark in den USA, weil jetzt die Dollarzinsen so stark erhöht wurden, ist damals dann eben auch der Wechselkurs des Dollars in die Höhe gegangen, weil die internationalen Anleger gesagt haben, aha, wenn man jetzt für Dollarveranlagung so viel höhere Zinsen kriegt, dann kaufen wir Dollars und damit ist auch der Wechselkurs in die Höhe gegangen und hat die Schuldenkrise Lateinamerikas ausgelöst. Mit diesem Beispiel möchte ich nur langsam in die Grundproblematik einführen oder dorthin führen, dass nämlich eine kapitalistische Marktwirtschaft ganz unterschiedlich funktioniert, je nachdem, ob das Gewinnstreben, und das Gewinnstreben ist natürlich die Kernenergie des Kapitalismus, je nachdem, ob das Gewinnstreben systematisch unternehmerische Aktivitäten in der Realwirtschaft antreibt, das wird dann der Fall sein, wenn die Finanzwelt stabil gehalten wird. Weil wenn die Finanzwelt stabil gehalten wird, dann kann man dort nichts verdienen. Wenn es feste Wechselkurse gibt, Zinssätze unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate, schlafende Aktienbörsen, dann ist durch Finanzspekulation einfach nichts zu holen.
Und das Kapital, wenn Sie so wollen, ist ein flexibles, aber sehr gefräßiges Tier. Das heißt, es geht dorthin, wo es was zu fressen gibt. Wenn es in der Finanzwelt nichts zu fressen gibt, geht es in die Realwirtschaft. Das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre war meiner Ansicht nach überhaupt kein Wunder. Sondern es war das Ergebnis einer Spielanordnung, in der sich das Gewinnstreben nur in realwirtschaftlichen Aktivitäten, wenn Sie so wollen, entladen konnte. Und wenn diese Spielanordnung, Sie merken in meiner Sprache, dass mir immer der systemische Aspekt wichtig ist, wenn diese Spielanordnung dominiert, dann passiert, wenn ich so sagen darf, Vollbeschäftigung. Die Vollbeschäftigung ist per se nicht ein Ziel für die Unternehmerschaft. Wenn, sagen wir, eine gewisse Menge Menschen arbeitslos sind, werden die Gewerkschaften nicht so frech, dann sozusagen ist man als Chef unangefochtener. Die Vollbeschäftigung ist passiert, weil die Wirtschaft auf so hohen Touren lief, dass man ja auch in Österreich schon Anfang der 60er Jahre die Fremdarbeiter ins Land holen musste, weil man mit heimischen Arbeitskräften die freien Stellen nicht besetzen konnte. Oder denken Sie an China bis vor 2-3 Jahren, dann ist auch in China eine solche Spielanordnung etabliert worden. China kontrolliert den Wechselkurs, in China gibt es keine privaten Banken, die Finanzmärkte sind relativ, ich habe gesagt, bis vor 2 Jahren stark reguliert. Und wenn man so will, könnte man das chinesische Wirtschaftswunder auf den Punkt bringen, Kapitalisten aller Länder kommen zu uns, aber bitte in der Realwirtschaft. Also produziert bei uns, dadurch wird bei uns was gelernt, die Facharbeiter sozusagen lernen Technologie, wenn sie VW oder iPhones oder was immer produzieren. Also das war jetzt ein bisschen eine Einführung in diese Grundproblematik. Kapitalismus funktioniert dann, wenn das Gewinnstreben Aktivitäten der Realwirtschaft antreibt. Warum? Weil da Neues entsteht. Am einfachsten ist es ein Beispiel des Schuldenmachens zu erklären. Es gibt ja Leute, die so naiv sind, dass sie sagen, am besten keine Schulden machen. Das ist leider nicht sehr intelligent, weil wenn man keine Schulden machen darf, dann darf auch niemand sparen. Ja? Weil die Summe aller Sparguthaben, das ist das, was irgendwelchen Leuten gehört, dem muss entsprechen irgendwelche Schulden, entweder Schulden der Bank, wo sie ihr Geld eingelegt haben, oder die Schulden dessen, der bei der Bank einen Kredit aufgenommen hat. Also die Summe von Forderungen und Verbindlichkeiten ist in jedem System gleich. Und wenn es keine Schulden geben darf, dann dürfte es auch keine Sparvermögen. Menschen wollen aber sparen, um für die Zukunft vorzusorgen, für die Kinder, was auch immer. Also wird man Schulden nicht ablehnen können. Der entscheidende Punkt ist, wer macht die Schulden? Kapitalismus funktioniert, wenn die Unternehmer die Schulden machen. Weil sie sagen, wir haben viele Ideen für Investitionen, die Wirtschaft läuft gut, wir werden im nächsten Jahr wieder mehr verkaufen können. Also geht es zur Bank und sagen, her mit der Marie sozusagen. Und was machen sie dann? Die privaten Haushalte, die tragen einen Teil ihres Einkommens zur Bank. Die sparen. Wenn die Unternehmer es sind, die zur Bank gehen und sagen, her mit dem Kredit, dann entspricht dem Sparen der Haushalte die Investitionen der Unternehmer. Wer hat jetzt die Schulden? Ja, die Unternehmer natürlich. Aber die Schulden sind ja durch reale Werte gedeckt. Auf der einen Seite haben wir Schulden, aber auf der anderen Seite haben wir neue Maschinen. Das ist genauso wie die Schulden eines Hausbauers kein Problem ist, wenn er meinetwegen auch 300.000 Euro bei der Bank Schulden hat, aber sein Haus ist 500.000 wert. Das passiert dann, wenn sich Schuldenmachen für Unternehmer auszahlt.
Und das zahlt sich aber nur aus, wenn Unternehmer optimistische Erwartungen haben, wie es weitergehen wird mit der Wirtschaft, wenn die Finanzmärkte ruhig gestellt sind, weil sie sich dann mehr Sorgen machen müssen, wie wird sich der Wechselkurs entwickeln, die Zinssätze entwickeln und so weiter. Und weil sie sich auch nicht Gedanken machen müssen, wäre es nicht vielleicht gescheiter, statt dass ich eine Maschine kaufe und zwei Leute beschäftige, lieber am Aktienmarkt selber zu spekulieren. Je instabiler aber die Aktienmärkte werden, desto größer werden die Gewinnanreize für Finanzspekulation und desto unsicherer wird es, als Unternehmer real zu investieren. Sie wissen es ja ohnehin, dass ein Grundproblem der europäischen Wirtschaft schon seit Jahren ist, dass die Investitionen der Unternehmer nicht mehr wachsen. Ja, dass wir derzeit noch immer ein Niveau der Investitionen haben, das unter dem Niveau, nämlich ungefähr 30% von vor 6 oder 7 Jahren vor der Finanzkrise liegt. Das heißt, Unternehmen investieren nicht. Wenn sie nicht investieren, gibt es kein Wirtschaftswachstum, es gibt keine Schaffung von Arbeitsplätzen, weil wenn Unternehmer sozusagen Maschinen anschaffen, brauchen sie in gewissem Ausmaß immer doch Arbeitskräfte, weil ganz normal arbeiten die Maschinen nicht. Man kann aber aus meiner Sicht den Unternehmern nicht vorwerfen, dass sie nicht investieren. Hätte ich 1 Million Euro und könnte mir überlegen, ja, gründe ich ein Unternehmen oder versuche ich auf den Finanzmärkten das anzulegen, dann würde ich zwar wahrscheinlich schon unternehmerische Tätigkeit bevorzugen, aber eher aus emotionellen oder psychologischen Gründen, weil ich eine sehr kritische Position zu den Finanzmärkten habe. Aber die meisten Unternehmer sagen sich zu Recht, ja, wenn ich eine Maschine kaufe, wenn ich eine Fabrikshalle aufbaue, dann steckt mein Geld da drinnen und ich kriege es nicht mehr raus. Wenn meine Erwartungen nicht erfüllt wird und die europäische Konjunktur wieder sozusagen abschmiert, dann ist das Geld zum größten Teil weg. Wenn ich stattdessen Aktien kaufe, dann kann ich in 5 Minuten schon wieder verkaufen. In Aktien, in Wertpapieren bin ich völlig liquide, ich bin sozusagen flüssig. Daher spielt für die Frage, ob Unternehmer bereit sind zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, auch ein gewisses Grundvertrauen in die künftige Entwicklung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und, wenn ich in meine Jugendzeit zurückblicke, genau das war die Welt der 50er und 60er Jahre. Es war eine Welt, wo es überhaupt keine Rezessionen gab. Das ist da die Vorsicht. Die rote Linie ist das Wirtschaftliche, die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts. In den schlechtesten Jahren hatten wir in Westeuropa, und bitte, das sind 20 Jahre, es ist nicht nur wieder aufbauen, ein Wachstum von 4%, in besseren von 6%. Wir waren in einer Welt, in der wir eigentlich Krisen nicht mehr kannten, in der man Arbeitslosigkeit nicht mehr kannte, in der man, auch das ist ein wichtiger Gedanke, eigentlich immer plante, im nächsten Jahr ein bisschen über den Verhältnissen des heutigen Jahres zu leben. Sozusagen, heuer waren wir meinetwegen im Salzkammergut auf Urlaub, nächstes Jahr fahren wir nach Kärnten und übernächstes fahren wir nach Kaorle. Also in dieser Atmosphäre des Vertrauens möchte man sich halt auch mehr leisten. Aber dieses sich mehr leisten wollen ist wiederum der Grund, warum die Unternehmen investieren. Weil sie sehen, aha, jedes Jahr können wir mehr verkaufen, aber gut, dann werden wir eben investieren und die Beschäftigung ausweiten. Und jetzt füge ich diese paar Komponenten zusammen. Wirtschaftlicher Erfolg und eine gesellschaftliche Zufriedenheit setzt voraus, dass Unternehmertum auf allen Ebenen besser gestellt wird als Finanzspekulation. Das setzt voraus, dass Realwirtschaft und Finanzwirtschaft ganz unterschiedlich organisiert werden. Es setzt weiters voraus, dass ein gewisses
Grundvertrauen in die künftige Entwicklung sich entwickelt oder etabliert wird, was natürlich in Wechselwirkung steht zur realkapitalistischen Spielanordnung. Und zusätzlich abgestützt wird es durch eine Kooperation, wenn ich so sagen darf, zwischen Unternehmerschaft, Gewerkschaften und Staat. Also, dass die wichtigsten Kräfte im Wirtschaftsleben nicht gegeneinander arbeiten, sondern kooperative Lösungen bevorzugen. Und diese Spielanordnung in ihrer Gesamtheit nenne ich der Einfachheit halber Realkapitalismus. Warum? Weil das Gewinnstreben systematisch auf die Realwirtschaft gelenkt wird. Und die zweite Spielanordnung, die in den letzten 40 Jahren zunehmend dominierte, nenne ich Finanzkapitalismus, wo die Spielbedingungen so verändert werden, dass das unternehmerische Tätigsein schwieriger wird durch instabile Wechselkurse, um das nur nochmal zu wiederholen. Es ist doch eine verrückte Welt, wenn die Weltwährung, die eigentlich die stabilste sein sollte, der Dollar, solche enormen Schwankungen macht, weil eben an den Schwankungen des Dollars so viel dranhängt. Alle Rohstoffe notieren in Dollar. Wenn jetzt der Dollar wie in den 70er Jahren ganz stark fällt, naja, dann haben sie das damals die Erdölexporteure nicht gefallen lassen und sie hatten damals auch eine starke Marktposition und es kam zu den beiden Ölpreisschocks immer genau nach den Dollarabwertungen. 71, 73, erster Ölpreisschock. Das war eine Verdreifachung des Ölpreises. Zweite Dollarabwertung, zweiter Ölpreisschock. Beide Ölpreisschocks haben unsere heile Welt verändert. Plötzlich gab es Rezessionen, plötzlich gab es Anstieg der Arbeitslosigkeit, plötzlich gab es Anstieg der Inflation. Dann kam die Gegenbewegung beim Dollar und die Finanzkrise in Lateinamerika brach aus. Das ist nur ein Beispiel, wie die Destabilisierung eines wichtigsten am Finanzmarkt gebildeten Preises die Realwirtschaft beeinträchtigt. Ölpreisschocks, Schwankungen der Rohstoffpreise, Finanzkrisen. Dazu kommt aber dann schleichend die Verhaltensänderung. Unternehmer, besonders die großen Konzerne, beginnen sich natürlich anzupassen, indem sie sagen, aha, wenn auf den Finanzmärkten die Preise so schwanken, dann kann man ja mit Spekulation einen Gewinn machen. Also, wenn der Wechselkurs oder der Ölpreis oder beide stark schwanken, hat es den Effekt 1, dass die Unsicherheit für Unternehmer größer wird. Der Effekt 2 ist aber das Entdecken, denn das können wir ja ausnutzen, statt dass wir investieren, fangen wir an zu spekulieren. Und diesen Prozess kann ich jetzt sicher nicht im Detail beschreiben, aber er hat mein ganzes Leben als Wirtschaftsforscher sozusagen begleitet. Das ist diese langsame Verwandlung unseres Wirtschaftssystems über 30 Jahre in ein Spiel, das sich am Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten. Dieses Lassen wir unser Geld arbeiten hat sich relativ langsam ausgebreitet, aber die Ansprüche der Menschen wurden etwa in den goldenen 1990er Jahren immer höher, wo damals jemand was geerbt hat, selbst die Mühlviertel wahrscheinlich, ist er zu weit gegangen und hat gesagt, ich habe damals noch Schilling, ich habe 300.000 Schilling geerbt, ich möchte ein Investmentfonds zeichnen, aber 12-13% möchte ich schon. Das war damals ganz normal, ja? Das war so eine bisschen absurde, rendite Ansprüchlichkeit, die scheinbar realisierbar war. Warum? Weil, das ist ein anderes Beispiel für die entfesselten Finanzmärkte, eben auf den Aktienbörsen in den 80er und 90er Jahren ja viel zu holen war. Allein in 5 Jahren hat sich der deutsche Aktienindex verdreifacht. Also in ganz kurzer Zeit steigen die Aktienkurse und
wer sozusagen das Glück hat, solche Aktien schon vorher besessen zu haben oder sie rechtzeitig gekauft zu haben, der hat natürlich enorme Gewinne machen können. Dann kam es zum ersten Aktiencrash, dann kam es zum nächsten Boom. Das ist jetzt der Aktienzusammenbruch während der sogenannten Finanzkrise. Naja, das ist die Entwicklung der letzten 6 Jahre und wir sind jetzt da. Ich prophezeie noch nicht, dass es jetzt weitergeht. Glaube allerdings eher, also ich würde sagen 60-40 ist meine interne Wette, dass wir wieder in einen Bärenmarkt gehen. Bärenmarkt nennen eben die Finanzakteure, wenn die Kurse übermäßig fallen, und ein Bullenmarkt ist sozusagen das Gegenteil, wenn sie steigen. Und das sind jetzt nur ein paar Schlaglichter, wie dieses machen wir aus Geld mehr Geld. Durch Spekulation auf Finanzmärkten, das ist das Gegenprinzip zum realkapitalistischen Prinzip, wo es heißt, machen wir auch aus Geld mehr Geld, aber über Realinvestitionen, Beschäftigung, neue Produkte, Schaffung von Arbeitsplätzen. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, Gewinn zu machen. Nur die zweite, die durch Finanzspekulation führt zu einer Selbstzerstörung des Systems. Also ich behaupte, wir sind jetzt seit 6-7 Jahren genau in dem Prozess, in dem sich das System selbst zerlegt. Und der tiefere Grund ist unglaublich einfach. Und ich habe ihn vorher schon erwähnt. Wenn das realkapitalistische Spiel gespielt wird, dann stehen den Finanzschulden immer mehr reale Werte gegenüber. Neue Häuser werden gekauft, gebaut, Brückenrechte etc. Wenn das Finanzkapitalspiel gespielt wird, dann stehen dem Finanzvermögen immer weniger Reales gegenüber, weil der größte Teil der Finanzvermögen Staatsschulden werden. Ja? Denn der Staat ist jetzt jener, der sozusagen laufend Wertpapiere ausgibt. Die Pensionsfonds oder wer auch immer kaufen das, und die Banken in Hohlmasse, weil die Banken ja nicht mehr viel Kredite an Unternehmer vergeben. Einerseits, weil die Unternehmer nicht viel nachfragen, andererseits, weil sie auch risikoscheuer geworden sind. Also kaufen die Banken immer mehr Staatspapiere auf. Und diese Staatsschulden, die sind aber eben nicht gedeckt durch reale Werte. Der Staat hat seine Schulden leider nicht gemacht, um die Universitäten doll aufzustellen, die Infrastruktur zu verbessern, die Umwelt zu verbessern, sondern überwiegend um die öffentlichen Beschäftigten zu finanzieren, Sozialtransfers zu finanzieren, etc. Diesmal habe ich dieses, ich spreche ja frei und daher ist das immer so eine neue Form des Gedankengangwählens, also ich habe es jetzt eigentlich anders gemacht, als ich es vorhatte, das macht nichts. Daher werde ich an dem Teil jetzt ein bisschen kürzen, da hätte ich jetzt noch sozusagen Beispiele, wie verschiedene Preise, das wäre jetzt der Wechselkurs, das Euro zum Beispiel, wichtiger Preis, gegenüber dem Dollar. Und Sie sehen, nur das kann ich vielleicht ganz kurz verdeutlichen, dass Finanzspekulation auf einer Eigenschaft aufbaut, die sie sogar mit freiem Auge erkennen können. So ein Finanzmarktpreis, hier ein Wechselkurs, entwickelt sich meistens in Schüben. Sie dürfen nicht vergessen, das sind durchaus Perioden von einigen Wochen oder Monaten. Besonders deutlich sehen Sie es am Beispiel dieser enormen Aufwertung des Euro zwischen 2002 und 2008. Sie können mit freiem Auge erkennen, dass es da immer solche Schübe gibt. Und diese Schübe sind wiederum die Basis für die Verwendung computergesteuerter Spekulationssysteme. Also es gibt auf den Finanzmärkten unheimlich viele Systemspieler. Und während bei 6 aus 45 meiner Meinung nach das Systemspielen nicht sehr gescheit ist, aber man kann daran glauben, ist die Sache ganz anders auf den Finanzmärkten, weil es tatsächlich hier sozusagen nicht Zufallskomponenten gibt, die man ausnutzen kann.
Nehmen Sie einen ganz anderen Preis, den Ölpreis. Ja, da sehen Sie auch diese enorme Steigerung vor der Finanzkrise, aber es entwickelt sich in dieser schubartigen Form, die dann eben wieder spekulativ genutzt wird und durch Spekulation steigen die Preise wieder stärker. Und umgekehrt, das ist auch vielleicht noch wichtig, für einen professionellen Spekulanten ist es ganz egal, ob Preise fallen oder steigen. Also Laien glauben oft, es ist gut, wenn die Kurse steigen, dann kann man gewinnen, aber wenn sie fallen, kann man nicht gewinnen. Das ist ein Blödsinn. Sie können gleicherweise gewinnen, wenn sie fallen, weil man nur mal mit sogenannten Derivaten spekuliert. Das sind praktisch Wetten, wo es nur darauf ankommt, ob sie die Richtung erwischen. Also Sie können genauso gut auf einen fallenden Ölpreis wetten und wenn er dann wirklich fällt, werden Sie sogar noch mehr gewinnen. Warum? Weil runter geht es meistens noch schneller als rauf. Das sehen Sie auch mit den Aktienkursen. Können Sie auch mit freiem Auge sehen, das ist steiler als das. Das ist steiler als das. Und das werden wir noch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber jetzt zur Frage, was sind die Folgen für die jungen Menschen, für die Qualität der Arbeitsplätze, für die Menge der Arbeitsplätze, wenn ein ökonomisches System über einen längeren Zeitraum sich verwandelt von einem solchen, wo sich das Gewinnstreben auf die Realwirtschaft konzentriert, zu einem solchen, das sich mehr auf die Finanzalchemie spezialisiert. Und da ist der einfachste Indikator die Art der Vermögensbildung der Unternehmen. Weil auf die Unternehmen kommt es natürlich an in einer Wirtschaft. Und jeder, Sie und jeder Unternehmer kann immer auf zweierlei Weise Vermögen bilden. Sie können Realvermögen bilden. Zum Beispiel, wenn Sie für sich oder Ihre Kinder ein Häuser bauen. Ja, dann nehmen Sie ein Kredit auf und bilden ein Realkapital, das Haus. Sie können stattdessen aber auch Aktien, Anleihen kaufen oder sonstige Finanzmittel. Also Sie können Finanzvermögen bilden. Und spannend ist jetzt zu schauen, was macht denn der deutsche Unternehmenssektor? Das ist nur ein technischer Ausdruck, nicht finanzielle Kapitalgesellschaften, gemeint ist der deutsche Unternehmenssektor. Und wieder schauen wir weit in die Vergangenheit zurück. In den 1960er Jahren machen die Unternehmer, das ist jetzt Realvermögen, Realkapital, das ist Finanzkapital. Finanzvermögen. Natürlich brauchen Unternehmen Finanzvermögen, weil sie brauchen Konto bei der Bank etc. Aber für die Unternehmer hatte das Finanzvermögen damals überhaupt keinen Eigenwert. Sondern die Unternehmen haben gesagt, wir machen den Profit in der Realwirtschaft, also bilden wir Realkapital. Dann haben wir schon einen ersten Dämpfer nach dem ersten Ölpreisschock, aber das System erholt sich rasch. Nach dem zweiten Ölpreisschock, dann sehen Sie schon, wie das ganz lang stagniert oder leicht zurückgeht. Und hier unten sehen Sie, wie die Finanzkapitalbildung zunimmt. Das ist ein Prozess, der über 30 Jahre läuft, dass langsam die Unternehmer sagen, na, unter den Umständen kaufen wir weniger Maschinen, schaffen wir weniger Arbeitsplätze, wir gehen in die Finanzwelt. Das ist die, sozusagen die Finanzkapitalbildung. Die Deutsche Wiedervereinigung bringt einen kurzen Schub in der Realkapitalbildung, aber selbst in Deutschland, das ja heute als Vorbildland gilt, geht seit 25 Jahren die Realkapitalbildung zurück und die Finanzkapitalbildung steigt bzw. schwankt dann je nachdem, wie sich die Aktienkurse entwickeln. Und jetzt schließt sich natürlich der Kreis, weil wenn innerhalb der realkapitalistischen Spielanordnung bei stabilen Finanzmärkten die Unternehmer stetig mehr Realkapital bilden, dann schaffen sie auch stetig Arbeitsplätze. Und so ist Vollbeschäftigung eben überhaupt kein Wunder, sondern das Ergebnis des gelebten Profitinteresses, weil in der Finanzwelt nichts zu holen war. Wenn aber
die Spielbedingungen sich ändern und die Unternehmer immer mehr Finanzkapital bilden und immer weniger Realkapital, dann entstehen immer weniger Arbeitsplätze. Und schon vor 25 Jahren begann sich das System anzupassen. Statt einem normalen Arbeitsplatz kommt es zur Schaffung von prekären Arbeitsverhältnissen, Teilzeit und was es heute alles gibt. Wieder, die systemische Analyse des Problems Arbeitslosigkeit ist ganz anders als die herrschende. Eine systemische sagt nämlich, Arbeitslosigkeit ist so etwas Ähnliches wie das Spiel. Wir fahren nach Jerusalem. Wenn Sie 100 Sessel haben und 110 Menschen rennen um die Sessel herum, dann werden immer 10 übrig bleiben. Und wenn Sie das Spiel öfter spielen, dann werden eher ähnliche Menschen übrig bleiben, die langsameren, die schlechter qualifizierten, die älteren. Jetzt kommen die Sozialwissenschaftler und analysieren das und sagen, die schlechter qualifizierten und die unflexiblen, die kriegen keinen Sessel. Also macht das alles Kurse, die müssen wir jetzt qualifizieren, sie wissen, worauf ich hinaus will. Es nutzt nichts. Solange zu wenig Sessel da sind, können sie sozusagen. Ist es völlig unzureichend, sich an die Arbeitslosen zu wenden. Sie müssen sich an die wenden, die die Sessel bereitstellen. Und die werden es wieder nicht tun, wenn sie es mehr auszahlen. Also es ist nicht so, dass man das moralisch annehmen kann und sagen kann, ja, die bösen Unternehmer, die sollten also mehr soziale Verantwortung zeigen, sondern die haben natürlich innerhalb eines schlechten Systems nach ihrer sozusagen Logik. Und prekäre Beschäftigung ist dann ja nichts anderes als der Versuch, aus einer ordentlichen Sessel drei Stockerl zu machen, sozusagen, damit die Arbeitslosenstatistik natürlich etwas geschürt wird. Gut, die große Finanzkrise 2008, schon bald 8 Jahre her, die wird ja von den meisten angesehen als wie ein riesiger Betriebsunfall. Eine kleinere Katastrophe, die halt leider geschehen ist. Aus meiner Sicht ist es einfach das Ergebnis von Business as usual. Das ist einfach die Frucht, die von einem Baum fiel, der eben solche Früchte treibt. Wie komme ich zu dieser komischen These? Naja, weil ich seit 30 Jahren auf die in die Trading Rooms gehe, mit Spekulanten spreche, ich mache Weltforschung, und ihr Verhalten versuche zu analysieren. Und unter anderem weiß ich natürlich, dass in der Finanzwelt man sozusagen in diesen Kategorien denkt, es gibt Bullmärkte, wo die Preise zu sehr steigen, und Bärmärkte. Das ist ganz normal für einen Finanzinvestor. Ja, und ich habe es mir ja hier schon wiederholt gezeigt, das ist der Ölpreis, das ist der Euro-Kurs, das ist der Dollar-Kurs. Und das heißt, dieses Phänomen von Bullenmarkt und Bärenmarkt ist in einer verrückten Welt das Normalste auf der Welt. Hier sehen Sie zum Beispiel ganz unterschiedliche Rohstoffe: Erdöl, Weizen, Mais, Eis. Das sind ganz verschiedene Rohstoffe, die aber trotzdem in hohem Maße ähnliche Abfolgen von Bullenmarkt und Bärenmarkt. Deswegen spreche ich schon lange, ein bisschen sarkastisch, von den manisch-depressiven Schwankungen der freiesten Märkte. Ja? Die freiesten Märkte sind die Finanzmärkte und gleichzeitig sind sie offenbar manisch-depressiv krank, weil sie diese extremen Schwankungen aufweisen. So, und jetzt bin ich bei meiner Erklärung der Finanzkrise, die ganz davon ist. Drei Bärenmärkte sind leider zusammengefallen. Gleichzeitig sind die Aktienkurse eingebrochen, die Rohstoffpreise, blaue Linie, und die Immobilienpreise. Das heißt, gleichzeitig wurden die drei wichtigsten Vermögensarten entwertet. Das passiert nicht oft. 10 Jahre vorher hatten wir auch einen Aktiencrash. Oder 8 Jahre vorher.
Aber der wurde damals quasi kompensiert, ausgeglichen dadurch, dass die Immobilienpreise gestiegen sind. Ein Vermögenswert wird entwertet, der andere wird aufgewertet, nein, so stimmt. Aber wenn alle drei gleichzeitig entwertet werden, dann ist es eben schon stimmt. Und ich habe damals gleich nachgesehen in den historischen Statistiken, wann ist es das letzte Mal passiert, dass gleichzeitig Immobilien entwertet werden, Aktien entwertet werden und Rohstoffpreise entwertet werden. Das war 1929, dazwischen hat es sich nie gegeben. Und nach 1929 gab es eben dann den Weg in die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, wenn man aus systemischer Sicht sagt, Bullen- und Bärenmärkte sind in einem finanzkapitalistischen System ganz normal, dann ist nach diesem Verständnis die Krise eben systemischer Natur. Das ist kein Betriebsunfall gewesen. Und was mir so Sorgen bereitet, ist natürlich, dass wenn sich das jetzt wenn sich das jetzt zu einem Bärenmarkt weiterentwickelt, in einer Situation, wo der Ölpreis, wie wir alle wissen, bereits extremst gefallen ist, dann könnte es zu einer modifizierten Wiederholung der Finanzkrise kommen, aber in einer katastrophal anderen Situation, weil heute sind die Staatskassen so leer, dass man nicht zu großen Bankenrettungen und Konjunkturpaketen übergehen wird und daher wird man sich da was Neues einfallen lassen. So, jetzt aber zu einem kurzen Resümee und dann zur Frage, was kann man denn tun? Oder sagen wir nicht Resümee, sondern der Versuch, ein bisschen mehr Ordnung in diese Überlegungen und Beobachtungen zu bringen. Der Grundgedanke, nämlich seit über fast schon 40 Jahren, eben 82 Jahren, also 35 Jahren, verfolgt sind der, dass man unbedingt unterscheiden muss zwischen Real- und Finanzkapital. Dass jene Denkmuster, die tradiert sind von der marxistischen Theorie, nicht bei Karl Marx gibt es diesen fundamentalen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Die katholische Soziallehre übernimmt diesen Widerspruch, sie löst ihn nur anders auf. Aber auch in der katholischen Soziallehre haben sie zwei Fundamentalinteressen, Kapital und Arbeit. Und meine Gegenthese lautet, wir müssen auf allen Ebenen unterscheiden zwischen Real- und Finanzkapital, weil das Interesse dessen, der sein Vermögen in Maschinen in einem Unternehmer anlegt, ganz anders ist als dessen, der es in Finanzkapital anlegt. Der eine möchte stabile Finanzmärkte der Unternehmer, der möchte niedrige Zinsen, der andere möchte instabile Finanzmärkte und hohe Zinsen. Und dann, wenn wir eine Interessenstriade haben, dann gibt es sozusagen zwei mögliche Interessebündnisse. Es kann sich Realkapital mit Arbeit verbünden gegen die Interessen des Finanzkapitals. Das war die politische Basis der 50er und 60er Jahre. Nicht? Das ist nämlich Realkapitalismus, weil die gemeinsamen Interessen von Arbeit und Realkapital sind natürlich, dass die Wirtschaft gut läuft. Wenn man die Wirtschaft gut läuft, dann macht man in der Realwirtschaft das Unternehmen einen ordentlichen Gewinn und die Arbeitnehmer haben auch was davon. Die politische Basis des Finanzkapitalismus ist das Bündnis der Vermögensinteressen, egal ob Real- und Finanzkapital, gegen die Interessen der Arbeit. Wieso ist es möglich, wo doch Real- und Finanzkapital so unterschiedliche Interessen haben, wie ich gerade sagte? Naja, weil es nicht auf die Institutionen ankommt, sondern auf die Anreize. Einfaches Beispiel, ein großer Industriekonzern wie Siemens, der kann als Realkapitalist agieren, auf Deutsch, er wird seinen Profit in der Realwirtschaft machen, wenn er dort die besten Profitmöglichkeiten findet. Aber auch ein Industriekonzern kann sagen, ich gehe auf die Finanzmärkte. Ich fahre mein realwirtschaftliches Geschäft relativ zurück und tue lieber auf den Finanzmärkten spekulieren. Und dieser Konflikt sozusagen, der sitzt in jedem Einzelnen. Auch in Ihnen. Schaut, da sitzen lauter kleine Finanzkapitalisten. Natürlich, in dem Maße, in dem Sie irgendein Finanzvermögen haben, ja, also selbst für einen Sport, ja, haben Sie natürlich Finanzkapitalinteressen.
Das ist auch verständlich, aber Sie müssen begreifen, dass Ihre Finanzkapitalinteressen mit Ihren anderen ökonomischen Interessen sehr leicht in Konflikt stehen können. Und wenn Sie das nicht begreifen, dann können Sie in Fallen packen. Das war das politische Ende von Bruno Kreisky zum Beispiel. Das kann ich mich gut erinnern, da hat mich so weit Gefecht geworfen. Der Kreisky hat geahnt, dass was damals passiert ist, so um 1980, dieser enorme Anstieg der Zinsen, dass das eine tödliche Gefahr für die Sozialstaat ist. Aber der Kreisky war sozusagen so ein weichsinniger, kein scharfsinniger Mensch in gewisser Weise, der hat so gespürt. Und hat dann gesagt, na, dann müssen wir das machen, dann machen wir Zinsertragsteuer. 10%. 10%. Also heute sind 25. Denn warum damals ist, hat keiner Steuerzahler auf Zinsen, weil alle Sparbücher waren anonym. Und so würde der Sozialstaat ein bisschen Geld haben, um sozusagen in der Krise nicht sich zu sehr zurückziehen zu müssen. Und damit hat er aber sozusagen seinen politischen Untergang ein bisschen mitbesiegelt. Warum? Was hat die Kronenzeitung gemacht? Die hat eine Kampagne gestartet, ausgerechnet der Sozialdemokrat Bruno Kreisky vergreift sich an den kleinen Sparern. Und die kleinen Sparer haben diesen Konflikt nicht geschnallt und gesagt, eigentlich hat die Kronenzeitung recht, wir hätten gern mehr Zinsen. Ohne zu begreifen, dass diese höheren Zinsen die Unternehmer veranlassen, weniger zu investieren und dadurch Arbeitslosigkeit entstehen etc. Also, mein Modell ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, es hat einen gewissen Realitätsgehalt und es ist relativ nah an der Realität. So, das werde ich jetzt nicht im Detail durchdeklinieren. Ich habe es Ihnen jetzt schon an vielen Beispielen dargelegt, dass ich eben zwei Spielanordnungen unterscheide, der Finanzkapitalismus, dass ich, jetzt wäre ich ganz kühl, sogar die Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, weil ich als Abfolge begreife von realkapitalistischen Prosperitätsphasen. Es gibt immer wieder Phasen, wo sozusagen Unternehmertum, technischer Fortschritt im Zentrum des wirtschaftlichen Handels steht. Dann werden solche Gesellschaften immer reicher, eben deshalb, weil der Realkapitalismus floriert. Und dann wird die Versuchung größer, jetzt macht man noch mehr aus unserem Geld. Das heißt, es ist das, was in der Nachkriegszeit passiert ist, eben auch deshalb kein Zufall, weil in den 50er und 60er Jahren unter realkapitalistischen Bedingungen immer mehr Vermögen geschaffen wurde. Und dann die Leute natürlich, besonders die, die mehr hatten, gesagt haben, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr draus. Ja. In anderen Worten, für mich gibt es sowas wie lange Zyklen, damit sind wir dann schon bei der Standortbestimmung, wo wir heute stehen. Und diese langen Zyklen sind die Abfolge finanzkapitalistischer Krisenphasen und realkapitalistischer Prosperitätsphasen. Also um jetzt wirklich in ganz kurzer Zeit die letzten 90 Jahre in Revue zu passieren, 1920er Jahre finanzkapitalistischer Boom, lassen wir also Geld arbeiten, die Aktienkurse vervierfachen sich an der Wall Street. Die Menschen nehmen Kredit, um noch mehr Aktien zu kaufen. Dann kommt die kalte Dusche, 1929, Börsenkrach. Börsenkrach führt schnurstracks in die Depression, in die Weltwirtschaftskrise. Warum? Weil man gesagt hat, Sparpolitik, Lernkürzen und so weiter. Warum wiederum? Weil in einer finanzkapitalistischen Phase immer solche Wirtschaftstheorien dominieren, die sagen, der Markt, der Staat soll sich zurückziehen, der Markt macht alles gut. Marktliberale Theorien. Und es war auch Anfang der 30er Jahre so, also haben wir Sparpolitik gemacht, man hat Löhne gekürzt und die Katastrophe war perfekt. Die war aber so riesig. Die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise war die größte der Menschheit, weil die Folge war Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg. Und wenn eine Krise ganz verheerend ist, dann ist auch das Lernen aus der Krise sehr gründlich. Und das Lernen nimmt die Form einer neuen Wirtschaftstheorie durch den englischen Ökonomen Keynes an. Vieles, was ich Ihnen einleitend sagte, war angewandter Keynesianismus. Das hat der Keynes gesagt, wir müssen die Unternehmen stärken, wir müssen die Finanzspekulanten einschränken, wir müssen das Vertrauen der Menschen in die Zukunft stabilisieren, wir müssen dadurch auch den Sozialstaat ausbauen. Und so entstand das die realkapitalistische Prosperitätsphase. Und die geht wieder an ihrem Erfolg zugrunde. Warum? Weil dauernde Vollbeschäftigung eben die Macht in der Gesellschaft schleichend verlagert.
Die wenigsten werden sich hier an die 60er Jahre erinnern, aber die 1960er Jahre, das war die Zeit, wo der Weg in die jetzige Krise in gewisser Weise schon begann. Warum? Wir hatten bereits 1960 totale Vollbeschäftigung. Und jetzt beginnt jeder Prozess, in dem sich die Macht in der Gesellschaft verschiebt. Schauen Sie, wenn dauernd Vollbeschäftigung herrscht, wer ist der Gewinner? Natürlich die Gewerkschaft. Natürlich können Gewerkschaften bei Lohnverhandlungen ganz anders auftreten, wenn jeder einen Job hat. Also verlangen Sie Mitbestimmung, überbetriebliche Mitbestimmung, Umverteilung zugunsten der Löhne. Schauen Sie sich die Lohnquote an. Das ist der Anteil der Lohneinkommen am Kuchen. Der beginnt tatsächlich unglaublich zu steigen. Die Streiktätigkeit verdreifacht sich in Europa. Nicht in Baden-Österreich, aber in Italien, Frankreich, England. Dann kommt das 68er Jahr. Das war für die Vermögenden schon irgendwie ein Warnsignal, weil die Intellektuellen alle nach links abgedriftet sind. Ja, auf einmal hat man von Sozialismus geredet. Und dieser linke Zeitgeist, der bläst die Sozialdemokratie an die Macht. Bruno Kreisky wird Kanzler, der Willy Brandt in Deutschland. Und das sind, dann kommt der Club of Rome, die Umweltbewegung, die sagt, der Kapitalismus ist aus ökologischer Sicht der Auslandmodell. Es passiert sich sozusagen die Defensive für die Unternehmer. Und die sagen, dann spielen wir nicht mehr mit. Und dann suchen wir uns eine solche Theorie, die erklärt, das eigentliche Übel ist der Sozialstaat und die Gewerkschaften. Und das ist die neoliberale Theorie. Die berühmten neoliberalen Nobelpreisträger haben ihre Sachen in den 40er und 50er Jahren geschrieben. Aber ihre Stunde war Ende der 60er Jahre gekommen. Weil jetzt haben die Vermögenden einen Bedarf gehabt nach sozusagen einer Ideologie, die sagt, der Sozialstaat und die Gewerkschaften sind schuld. Okay, jetzt beginnt jetzt der Finanzkapitalismus seit Anfang der 70er Jahre, Befreiung der Wechselkurse, erhöhte Zinssätze, das ganze Spekulationssystem sozusagen breitet sich aus. Und so wie der Realkapitalismus an seinem Erfolg zugrunde geht, weil der Erfolg die Macht verschiebt und damit Gegenbewegungen auslöst, so geht der Finanzkapitalismus natürlich an seinem Misserfolg zugrunde. Und diese Selbstzerstörung ist der Prozess der letzten Jahre. Und ich fürchte eben, dass er weitergehen wird. Denn die Eliten, also die berühmten Universitätsprofessoren, die gescheiten Journalisten, die Politiker, haben meiner Ansicht nach aus der Finanzkrise systemisch so gut wie nichts gelernt. Es ist im Grunde das Spiel gespielt worden, wir machen weiter wie vorher. Man hat Sündenböcke gefunden, Griechenland war der Ideale, das kann ich heute nicht mehr bringen. Und indem man Sündenböcke sucht, entzieht man sich dem Nachdenken über systemische Ursachen. Jetzt geht es doch ein bisschen zur Frage, was kann man tun? Bei dieser Frage habe ich ein großes Vorbild, das ist der amerikanische Präsident Roosevelt. Warum? Weil ich seine Situation mit der heutigen im folgenden vergleiche. Roosevelt wurde 1932 gewählt, er trat die Präsidentschaft an am 1. März 1933 und Amerika war in einer katastrophalen Situation. Das kann sich wirklich heute niemand mehr vorstellen. Die soziale Lage, die Lage der Menschen war mindestens so katastrophal wie in Deutschland und Österreich, wo sie eben auch furchtbar war. Millionen Menschen arbeitslos, hunderttausende Farmer mussten ihre Farmen verlassen, weil sie überschuldet waren und. Und der Roosevelt hatte keine neue Theorie zur Hand. Die hatte der englische Ökonom Keynes erst 3 Jahre später. Also nachgereicht. Aber er hatte dann eines gewusst, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Und wenn mir die Wissenschaft keine Navigationskarte zur Hand gibt, sozusagen die theoretische Erklärung der Krise und damit auch eine Anweisung, was zu tun ist, dann denke ich selber. Und selber denken als Anteilnehmer der Politiker heißt, von den Problemen ausgehen. Was der New Deal des Roosevelt war, das war im Grunde ein Sammelstudium von Maßnahmen, die ausgegangen sind von den konkreten Problemen, die er gesehen hat. Was kann man, wie kann ich 100.000 jugendlichen Arbeitslosen Hoffnung geben?
dass die Frage, wie kann eine Wirtschaft aus der Depression kommen, in hohem Maße eine psychologische Frage ist. Eine Frage, wie kann wieder Hoffnung entstehen? Denn eine ökonomische Depression macht Menschen depressiv. Und der Depressive oder hängt im schwarzen Loch und kommt nicht raus. Daher hat Roosevelt gesagt, ich muss Aktivitäten setzen, die den Menschen Zuversicht geben. Ob die rein ökonomisch gescheit sind, ist gar nicht der Punkt. Ich bringe nur ein Beispiel, das mich sehr berührt hat. Er hat genau gewusst, als Präsident der USA kann er nicht in drei Monaten hunderttausende arbeitslose Jugendliche in Jobs bringen. Aber er hat das Ähnliches gemacht. Er hat gesagt, okay, dann sammeln wir über den Sommer 500.000 arbeitslose Jugendliche in Camps und die sollen dort die Nationalparks reinlegen, die Wege, Forstwege, Orte bringen. Das waren ökonomisch nicht wahnsinnig effiziente Tätigkeiten. Aber Sie können sich im Internet, auch im Internet kann ja heute alles, wenn Sie sich dort anschauen, Civilian Conservation Camps ist der technische Term, das ist so berührend, einfach die fröhlichen Gesichter der jungen Leute, die auf einmal gebraucht wurden. Und sei es auch nur für solche Dinge. Und das meine ich jetzt mit diesem sehr pragmatischen, problemorientierten Ansatz. Die Situation in Europa ist heute anders, aber was wir von Roosevelt lernen können, wäre anteilnehmendes Denken, das war ein Mensch, den die Leute nicht wurscht waren. Das ist sehr wichtig. Ja. Konkretes Denken, das ist handwerkliches Denken und daher auch problemorientiertes Denken. Und, ein New Deal für Europa müsste jetzt von den ganz konkreten Problemen bei uns ausgehen. Das ist natürlich wieder die Arbeitslosigkeit, das ist die soziale Ungleichheit, das ist die Furcht der Menschen, jeder hält, was er hat, das ist die Umweltproblematik. Also Probleme hätten wir ja genug. Ja? Jetzt müssen wir uns nur überlegen, welche können wie bekämpft werden. Also ein Problembereich sind natürlich, das ist Ihnen jetzt glaube ich klar geworden, die gesamte Finanzwelt, die können einer Ansicht nach nahe aufgesetzt. Und da brauchen wir etwas Grundlegenderes. Neuregelungen, eine Idee ist die Gründung eines europäischen Währungsfonds. Was steckt in der Idee? Man hat nach der Finanzkrise 2008 es Spekulanten erlaubt, Mitgliedsländer der Eurozone gegeneinander auszuspielen. Also man hat spekuliert auf den Staatsbankrott von Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und umgekehrt sozusagen ging die Flucht in deutsche Anleihen mit dem Ergebnis, dass die einen Länder, denen es eh schon schlecht gegangen ist, immer höhere Zinsen hätten zahlen müssen, die anderen also praktisch keine mehr. Das, ja, sage ich, gehört ein für alle Mal unterbunden. Das kann man sich nicht, das ist nicht zu tolerieren. Und der Europäische Währungsfonds wäre nichts anderes als eine gemeinsame starke Finanzierungsagentur. Also Österreich hat die Bundesfinanzierungsagentur. Was ist das? Und der Finanzminister Geld braucht, ruft er dort an und sagt, bitte besorgen wir ein bisschen, ja, also begehe eine Anleihe und verschulde dich im Ausmaß von 3 Milliarden oder 3 Milliarden. Und genau das sollte auf Euro-Ebene gemacht werden, von einer gemeinschaftlichen Institution, die die Rückendeckung der EZB hat. Technisch ist das gar nicht so ein großes Problem. Übergang zu einem System stabiler Wechselkurse wäre auch viel leichter als man glaubt, weil wir haben auf der Welt nur noch 4 Währungen, die wichtig sind. Die chinesische, Renminbi, japanische, Yen, Euro, Dollar, eventuell britisches Pfund, aber das reicht völlig. Das heißt, es gibt ganz wenige Wechselkurse, die man stabilisieren müsste. Finanztransaktionssteuer habe ich schon vor 8 Jahren vorgeschlagen, wird wahrscheinlich nicht kommen. Obwohl mein Vorschlag es bis in höchste Spitzen geschafft hat. Ich habe aber mittlerweile eine viel bessere Idee, die mich immer zum Lachen bringt. Ich muss schon wieder lachen. Ist nämlich so einfach, dass, und sie entspricht völlig dem neoliberalen Markt religiösen Vorstellungen. Was ist ein Gleichgewichtspreis? Wie wird der Gleichgewichtspreis auf einer Börse eigentlich bestimmt? Der erste Preis, also wenn morgen der
einkaufen, zu welchem Kurs, und der Computer ermittelt dann den Preis, bei dem am meisten Geschäft verbraucht werden können, und das ist der Gleichgewichtspreis. Und jetzt meine Idee, das machen wir alle 2 Stunden. Alle 2 Stunden gibt es elektronische Auktionen, aber es gibt dazwischen kein Fließhandel mehr. Das würde die Welt dort aus dem Handel geben. Weil alles, was heute gemacht wird, wenn es in einem Trading-Room geht, dann sitzen die Trader vor ihren 6 Bildschirmen, müssen mit Insektenaugen die gleichzeitig beobachten, weil im Fließhandel mittlerweile im Millisekundentakt, ja, was das menschliche Auge gar nicht mehr wahrnehmen kann, sozusagen gehandelt wird. Weil ich alle 2 Stunden elektronische Auktionen habe, ist das alles weg. Und was noch viel gescheiter ist, die Trader müssen sich endlich Gedanken machen, was ist die Apple-Aktie wirklich? Weil jetzt hat er das Problem, er glaubt zwar, die Apple-Aktie ist schon überbewertet, aber plötzlich, seit 10 Sekunden, sieht er sein Bildschirm, die Apple-Aktie hebt an, da ruft er auch auf. Ja? Während bei elektronischen Aktionen muss er vorher sagen, ich kaufe Apple zu dem Kurs. Gut, ich darf jetzt Android, aber es ist ein furchtbar einfacher Fall. Nur 2 noch. Der eine wird Sie nicht begeistern, vielleicht aber auch schon. Da sehen Sie auch, dass ich ein Marktwirtschaftler bin. Wenn man wirklich den Klimawandel bekämpfen will, konsequent, dann geht es nur über Preise. Wenn heute, ich sage Ihnen mein radikaler Vorschlag, für den Raum der Europäischen Union mit 500 Millionen Menschen der größte Wirtschaftsraum, wird heute bis zum Jahre 2040 der jährliche Ölpreis fixiert. So dass jeder Autofahrer, jeder Häuserbauer heute weiß, 1 Liter Diesel kostet 2023 3,80 Euro, kostet 2033 5,20 Euro. Ohne dass ich im Detail ausführe, wenn Sicherheit darüber bestünde, würde das eine Investitionswelle auslösen. Warum tut die deutsche Automobilindustrie nicht noch viel massiver in Elektromobilität investieren? Das unsicher ist, wenn der Ölpreis am Ende bei 30 Dollar hängen bleibt für die nächsten 5 Jahre, dann zahlt sich das einfach nicht aus. Ja, die Leute werden nur bereit sein, was ist der Profit einer Energiespareinvestition? Der Profit einer Energiespareinvestition sind die vermiedenen Energiekosten. Je mehr man dadurch erspart, desto größer ist das Profit. Wenn ich mir nichts erspare, dann werde ich es auch nicht machen. Das ist das Grundprinzip. Wie man dann das sozial ausgleicht, weil natürlich nicht jeder kann sein Haus thermisanieren und so weiter, das ist eine andere Frage. Und ganz wichtig ist der letzte Punkt, neue Arbeitszeitmodelle. Langfristig glaube ich nicht, dass das Wirtschaftswachstum die Lösung ist. Also werden wir uns was überlegen müssen, ob wir nicht den technischen Fortschritt, also dass quasi pro Arbeitsstunde immer mehr geleistet wird, weil die Maschinen immer besser werden, um uns den technischen Fortschritt nicht auszahlen lassen in mehr Lebensfreizeit. Ich sage mit Absicht Lebensfreizeit, nicht 36-Stunden-Woche oder so über die Kamm geschorene Lösung, das ist nicht, sondern einfach ein grundlegendes Umdenken, was ist der Sinn des Wirtschaftens, wann kann gut leben gelingen, muss ich das menschliche Leben wirklich so dritteln? Erstes Drittel Kindheit und Ausbildung, zweites Drittel oder größer, 45 Jahre arbeiten, dann abtreten. Kann man sich nicht andere quasi Auflockerungen vorstellen zwischen Arbeitszeit, Ausbildungszeit, Verbildungszeit, auch im Lebenszyklus? Das sind schon Gedanken, denen man näher treten sollte. Aber schon vor der nächsten Krise, wenn man nach der Krise schon ein bisschen Konzepte hat. Danke. Es tut mir leid, dass ich auch länger geredet, als ich wollte. Ich mache immer auch Kontakt, ich habe gemerkt, Sie sind noch nicht eingeschlafen. Das verführt mich.